Für mich immer im 5-Liter-Kanister vorrätig. Aber wie du siehst, er ist leer. Gut, dass er im Angebot ist. Darüber reden wir heute in unserer Putzshow. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Einen windigen Donnerstagabend. Und Gruß geht raus an alle, die heute schon fleißig vor der Tür Blätter gekehrt haben. Was soll ich sagen? Wir wohnen am Ende einer Baumallee. Bei uns geht's hier richtig zur Sache. Aber ums Kehren geht es hier nicht in der Putzshow, sondern ums Putzen. Und wir haben jede Woche, habe ich ein Thema für dich, wo ich weiß, das ist interessant. Das scheint gerade Thema zu sein. Wobei Polsterreinigung ist im Moment auch groß angesagt. Reden wir nächstes Mal drüber. Dirk schielt schon von der Seite. Die ersten sind schon hoffentlich im Chat. Pascal ist auch da. Pascal, sehr schön. Was ist los? Ich denke Kino. Wollt ihr nicht ins Kino? Es läuft doch nichts. Er hat sich um eine Woche vertan. Ah. Gut, dass wir dieses kleine Gerät namens Smartphone haben, was uns an unsere Termine erinnert. Schön, dass du da bist. Auch hallo an alle da draußen. Pascal hat den Intensivreiniger. Das weiß ich. Ich gehe mal davon aus, die, die im Chat sowieso unterwegs sind, die haben mir heute auch schon viele Nachrichten geschickt. Ich habe gefragt, für was benutzt du am liebsten den Intensivreiniger und womit hast du schon richtig, richtig gute Erfahrungen gemacht? Das darfst du jetzt gerne hier reinschreiben in den Chat oder natürlich auch für dich, der du da draußen das später anguckst und nicht die Live-Sendung, schreib es mir gerne in die Kommentare. Womit hast du richtig gute Erfahrungen gemacht, wenn du den Intensivreiniger zu Hause angewandt hast? Wir teilen uns hier in der Community aus und geben gerne unsere Tipps weiter. Und dann hoffe ich, dass einer sagt, stimmt, dafür kann ich das ja auch benutzen. Bevor ich zeige, wo der Intensivreiniger zum Einsatz kommt, ich habe, wie viel haben wir? 17 Fotos, ein Video und noch eine Info von mich, von mir. Von mir. 20. 20 sogar? Ach komm, hau raus. Ein Sprüchedeck dabei. Deswegen... Fotos und Fragen der letzten Woche kommen hier. Ich habe leider nichts zu trinken hier, mein Schatz. Wenn du mir gleich ein Glas Wasser holen könntest, wäre das super. Und zwar, wenn du das erste Bild eingeschüttet hast. Das hat noch nichts mit dem Intensivreiniger zu tun, kam aber diese Woche rein und das ist eine schöne Vase. Mit der Aussage von der Kundin, ja, wer war es denn gewesen? Steht hinten im Büro. So, du weißt es. Die Vase kommt nicht so oft zum Einsatz, weil sie einfach O-Ton Kacke zum Reinigen ist. Ist jetzt mein O-Ton. Wie du siehst, da unten, was soll denn da reinpassen? Jim Marco hat aber was dafür. Und zwar, jawohl, unseren Sprudel-Butler. Seinerzeit entwickelt für die SodaStream Sprudelwasserflaschen. Aber wir haben ja noch ein bisschen mehr, ne? Wir haben ja auch hier sowas und sowas. Oder haben auch große Kamera. Ich habe noch ein paar Flaschen hier und wir haben auch sowas hier. Die andere ist auch eine Karaffe. Hier auch die. Oh, da kann man Nüsse mit reinpacken. Oder Wein, aber wir packen Nüsse rein. Also all sowas lässt sich wunderbar. So, wisst ihr auch, was jetzt hier bei mir im Schrank ist? Wir sind ja bei mir in der Küche. All das lässt sich super reinigen mit dem Sprudelbutler. Dirk zeigt dir nochmal das Bild. Und zwar mit der nassen Faser und mit der Trockenfaser hinterher. Und danach sieht das auch wieder so aus. Jetzt kommt die Vase wieder öfter raus. Das sind die letzten zwei Rosen aus dem Garten. Total schön. Ich kann das so nachvollziehen. Ich bin ja, früher habe ich sehr gerne Vasen gesammelt in allen Formen und Farben. Dirk verdreht immer die Augen, weil die im Schrank, oh Gott, musst du aufpassen, wenn du die Tür aufmachst. Und auch da sind Vasen dabei, die nicht so oft benutzt werden, weil sie halt so blöd zu reinigen sind. Gut, nächstes Bild. Ja, das ist schon ein bisschen älter. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere dran. Das ist ein Spielgerät draußen im Garten. Kennt man meistens von öffentlichen Spielplätzen. Und völlig verdreckt. Wir kommen jetzt zu tollen Vorher-Nachher-Fotos für dich. Zur Motivation, renn raus auf den nächsten Spielplatz. Nein, das natürlich nicht. Aber was alles möglich ist, guck mal, das ist der Nachher-Effekt.
Intensivreiniger macht es möglich. Ideal für Grünspan. Ist ja, ey, Hammer, oder? Als ob da so ein Filter draufgelegt ist. Nochmal, willst du nochmal? Komm. Vor 10 Jahren. Tada! Vor 20 Jahren. Aber unten der Rost ist immer noch da. Da splittert noch die Farbe ab. Wir bleiben im Außenbereich, denn hier diese Bank, die hast du vielleicht zu Hause. Oder kennst jemanden und bevor man sich da drauf setzt, hat man immer den Intensivreiniger dabei. Hier mal schön, wie das zwischendurch aussieht. Hier ist das graue Duo-Pad im Einsatz und du siehst richtig, wie sich das löst. Und danach, ja, guck mal. Ist nur die Hälfte. Ist nur die Hälfte, ne? Perfekt. So macht man das als Vertriebspartner von Gemarco. Immer nur die Hälfte putzen. Habe ich am Montag auf der Putzparty auch gemacht, damit die Gastgeberin auch noch was hat. Wir kommen hier nicht zum Putzen dahin, ne? Also nur zum Zeigen. Wunderbar. Noch ein Vorher-Nachher-Foto. Komm. Im Moment, Tamara, wenn du hier zuschaust, eine neue Kundin bei mir. Vielen lieben Dank. Bestellung habe ich heute erhalten von dir. Sie hat sich interessiert für Schulmäppchen reinigen. Da gibt es ein Video von mir und da wird halt grünes Duo-Pad Mini, blaues Duo-Pad Mini, Intensivreiniger, Pumpe. Dann kommt man nicht an 50 Euro Mindestbestellwert. Ja, dann fallen 7,50 Euro Versandkosten an. Deswegen super gemacht, Tamara. Noch ein Profituch, Trockentuch draufgelegt. Ich glaube 53,60 Euro, meine ich. Und dann wird das Mäppchen wieder sauber. Wir haben noch ein bisschen mehr aus dem Schulranzen. Also wir haben das Mäppchen, wir haben den Ranzen und wir haben diese Plastikhülle, wo die Hefte reinkommen, damit die halt nicht wegknicken. Und jetzt vorher. Tada! Und ja. Also, wenn du das siehst, Tamara, und wenn du das auch siehst, es funktioniert. Es funktioniert. Bitte nicht zu viel Wasser nehmen, wenn du ein Mäppchen hast, wo Papa eingelegt ist. Also in den Stoffen, ne? Das nicht bitte ins Wasser reinigen. Schön ist auch auf der Fußmatte hier, ne? Schöne Fußmatte, Gemarco-Fußmatte. Dankeschön. Und wir haben noch ein Vorher-Nachher-Foto. Der Dietmar! Gabi, gut, dass du mich daran erinnert hast. Denk an unsere Holzdecken. Das ist eine liebe Kundin, die ist ja umgezogen in ein Haus, wo vorher sehr viel geraucht worden ist. Und dann ist eine weiße Holzdecke eher so cremefarben. Aber man sieht da ganz schön vorher, nachher schon. Und das mit dem Intensivreiniger und der Bodenfaser. Auch da funktioniert unser Intensivreiniger. Wer hat eigentlich Striche gemacht, wie oft ich das Wort Intensivreiniger heute schon gesagt habe? Kommt noch ein paar Mal. Orange heute, ich sag's euch. Noch ein Vorher-Nachher-Foto. Ja, da mal jetzt ganz nah dran gehen, wenn du am Handy guckst, musst du so gucken. Das ist die Dunstabzugshaube einer lieben Kundin. Und da sind überall so kleine Spritzer drauf. Gänste. Sieht schön aus, wenn sie sauber ist. Nämlich so. Auch hier, brauche ich nicht sagen, steht schon im Bild. Das hat übrigens die Kundin geschrieben. Vorher, nachher. Mega, mega. Tada! Und noch eins. Wir haben noch eins, ne? Ja, das ist vom Montag. Das wird gerade sehr diskutiert mit Backofen und Grill. Guck mal. Und da haben wir es. Das ist ein ganz normaler Backofen. Der hat eine zusätzliche Mikrowellenfunktion. Trotzdem von innen diese Emaille. Ihr wisst, Standard. Kein Pyrolyseofen. Es gibt Backöfen mit Selbstreinigungsprogramme. Und es gibt selbstreinige Backöfen. Guckt bitte in eure Bedienungsanleitung. Die mit Pyrolyse haben in der Regel eine ganz raue Oberfläche im Innenraum, im Backraum. Hier nicht. Und ihr seht da so schön drei dicke, fette Flecken. Die ist hoch, ne? Ich habe auch so auf dem Höckerchen gestanden. War jetzt nicht so einfach zu erreichen, wir haben die Tür nicht abgemacht. Deswegen habe ich mich an diesen beiden Punkten ausgetobt und tada! Ja, da hieß es, da sind ja noch Flecken. Ja, darf die Gastgeberin machen. Das ging mit dem Intensivreiniger. Wir haben eine Minute Einwirkzeit gehabt, also nichts. Deswegen habe ich viel schrubben müssen mit unserer Edelstahlspirale. Und ich warte noch auf eine Antwort, weil heute schickte mir eine Kundin ein Foto.
Die Steffi, guck mal, ich zeig dir mal das Foto in die Seitenkamera. Ihre Jungs haben Popcorn gemacht an Halloween. Das kam heute, das Foto. Ich kann euch jetzt nicht das Datum zeigen, weil dann steht ja auch der Name da. Okay, und jetzt? Das, so sieht er aus. Also, sie wollte es mit Zitronenbalsam machen. Ich habe gesagt, nee, komm, Intensivreiniger und die Profi-Edelstahlspirale. Ohne das geht's nicht. Auf jeden Fall ist der Topf wieder zu benutzen. Wie hat sie geschrieben? Oder muss ich den wegschmeißen? Habe ich eine Chance, das wegzubekommen? Genau. Ja, hat funktioniert. Ach, Gott sei Dank. Wir haben noch weitere Vorher-Nachher-Fotos. Aber was wird denn diskutiert? Ob das funktioniert? Mhm. Es funktioniert. Ach, die wiederholen sich, okay. Noch eins? Ah, wir sind jetzt schon bei den Aussagen und Fragen. Einmal oben, ich habe ja gefragt, für was kommt der bei dir zum Einsatz? Unter anderem halt hier Garagentor aus Metall und Alurollläden. Da sind wir wieder im Außenbereich. Und ich garantiere dir, wenn du eine Flasche mal deinem Männer in die Hand drückst und der geht damit runter in die Garage, in den Keller, whatever, kommt nicht mehr zurück. Kauft direkt zwei. Oder ein Kanister. Oben auch. Das war von der Ann-Kathrin auch. Alles. Grill, Backofen, Fett, Film, Küchenschränke, Fugen, Gartenmöbel, einfach alles. Wenn nichts mehr geht, dann strahlt es orange. Das war von, den werde ich mir auch drucken, glaube ich. Wenn nichts mehr geht, dann strahlt es orange. Ja, Backofen, Grill, funktioniert, Backrost, super. Wir haben dazu ein tolles Fotovideo, kommt aber gleich noch. Auch wie der Intensivreiniger zum Einsatz kommt. Vorher noch ein, achso, unten die Frage. Ja, die mache ich gleich, habe ich mir hier notiert. Komm, das da Cleaner machen wir gleich noch. Kam zur letzten Sendung die Frage. Wenn du hier in meiner Nähe wohnst, also im Umkreis von Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis, heiße ich jeden herzlich willkommen zu unserem Tag der offenen Tür. Ich weiß aber auch, also meine Jutta oben aus der Nähe von Bremerhaven, die wird mich besuchen kommen, da freue ich mich sehr drüber. Jutta, falls du das siehst, wir sollten morgen mal telefonieren. War eigentlich heute angedacht, ne? Jutta ist da! Ja, Jutta hatte ja Dienstag Feiertag und wir Mittwoch. Und heute, der Tag flog so dahin. Jutta, morgen telefonieren war. Tag der offenen Tür in Hennef am 19. November von 12 bis 17 Uhr. Alles, was hier im Katalog ist, wird dort ausgestellt sein. Plus Tagesangebote. Die haben wir auch noch zusammen mit, wie viel sind wir denn jetzt? 5 oder 6? 5 sind wir. Sechs sind wir. 6. Oh, habe ich eine vergessen. 6. 6 Kolleginnen. Wir parken alles in unsere Autos rein. Schön Kaffee und Kekse. Komm gerne vorbei. Darfst du es nochmal einblenden, bitte? Tag der offenen Tür. Darfst du mal einen Screenshot machen? Ja, wunderbar. Und jetzt kommen wir noch zu einem schönen... Ist Gabi da? Ja. Super. Gabi, das waren mal deine Fotos. Das war so viel. War es letztes Jahr im Sommer? Also muss letztes Jahr gewesen sein. Da habe ich einen kleinen Film draus gemacht, wie der Grill gereinigt wird. Auch da war dein Mann sehr aktiv. Zeig mal. So sieht ein Grill aus, wenn er aus dem Winterschlaf geholt wird oder bevor er in den Winterschlaf geht. Draußen voller Pollen. Ja, und da ist er. Guck mal. Gabi schreibt nämlich immer das Datum drauf. Also es muss 22 gewesen sein. Und dann mit dem blauen Handschuh. Ich würde hier auch definitiv den blauen Handschuh nehmen. Und da ist er auch schon sauber. Geht natürlich auch im Innenbereich. Guck mal, wie der glänzt. Einfach, weil du so viele Kanten und Rundungen hast und. Da bist du mit einem Handschuh einfach beweglicher, als wenn du mit einem Lappen immer rumgreifen musst. Hier war viel Schaum im Spiel. Das passiert durch den Intensivreiniger dank Soda Aktivkraft. Dann nimmt man danach ein feuchtes Profituch. Plus, nimmt das alles runter. Wir trocknen natürlich nochmal nach und fertig. Guck mal, 15 Minuten nur Bilder gezeigt. Jetzt zeige ich dir aber mal. Nein? Haben wir noch eins? Das da, Cleaner. Genau, tolle Frage. Dann blende noch, kannst du es nochmal einblenden? Oh, was war das? 19?
Guck einfach mal. Die wenn's, nee, ah. Unten die Frage, darf der Duster Cleaner auch im Auto bleiben? Ich habe in der vergangenen Sendung zum Thema Tesla Display reinigen unser aus der Aktion unser Display Set Mini vorgestellt. Und die Frage ist mega. Denn es gibt Reiniger, die können, wenn sie eingefroren sind, danach nicht mehr verwendet werden. Und da werde ich morgen im Laufe des Tages, na, wie werde ich das denn machen? Frag mich einfach. Also idealerweise, ich versuche da eine Übersicht zu machen bis nächste Woche, dass man darüber einen Screenshot machen kann. Im Endeffekt ist es auf jeden Fall die meisten Pflegen, also eine Kunststoffpflege zum Beispiel. Aber vielleicht kann man das gruppieren, dass es einfacher ist, als wenn man jetzt eine ganze Litanei an Reiniger aufzählt. Duster Cleaner darf auf jeden Fall auch bei Minusgraden im Auto bleiben und ist auch nach dem Einfrieren einsatzbereit. Nix? Nee, Gabi hat nur zugestimmt. Die Fotos sind von 22. Das ist doch. Ja. Wenn man gut sortiert ist, dann findet man die auch wieder. Ich habe zwischenzeitlich so eine Wahnsinnsbibliothek an Vorher-Nachher-Fotos. Vielen lieben Dank, habe ich euch zu verdanken. Jetzt aber mal zu den Produkten. Ja, andere Kamera. Oh Schreck, mein 5-Liter-Kanister ist leer, aber ich bin ja froh, dass er im Angebot ist. Los geht's mit unserem Intensivreiniger. Um den dreht es sich eine ganze Sendung, Part 2. Also, ich lese einfach mal vor. Haushalt, Garten, Garage, Werkstatt, Großküchen. Großküchen deshalb, weil er es für den lebensmittelverarbeitenden Bereich zugelassen. Wenn du also den Backofen damit geputzt hast, danach mit klarem Wasser einmal nachwischen, machen wir eh. Ist ja Dreck noch da und Schaum. Und danach die Pizza rein. Oder jetzt im Moment noch der Flammkuchen. Ist noch Flammkuchenzeit eigentlich nicht mehr, ne? Sicher, Flammkuchen geht immer. Pizza geht immer, Flammkuchen geht immer. Kekse kommt ja demnächst auch. Ach ja, und wenn da was nach hinten geht, ne? Und bei, oh, Puttes. Wer kennt denn Puttes? Puttes ist hier aus dem Rheinland? Nein, sagt nicht. Ist aus dem Rheinland, ist ein Auflauf bestehend aus geriebenen Kartoffeln. Kann man auch Reibekuchenteig für nehmen, wenn man faul ist. Zwiebeln, Gewürzen, also Pfeffer, Salz, Mett, Wurst, Stückchen und Speck. Tun wir rein. Oder mit Pflaumen und ohne Fleisch für Veganer. Für die Vegetarier. Auch für Veganer, wenn da Kartoffeln drin sind und Zwiebeln, ist das kein Problem. Aber du machst da noch ein Ei rein zum Andicken. Ja, kannst du auch ohne machen. Ja gut, also. Nennt sich aber auch Knall- oder Döppeskuchen. Döppeskuchen, genau. Und wenn der angepappt ist, da hast du mal richtig Sauerei wegen der Stärke aus den Kartoffeln. Intensivreiniger. Wenn der leer wird, kann man das Ganze natürlich auch im größeren Format haben. Und hier unbedingt mal gucken in unserem Onlineshop auf einfachsauber24.de. Gibt es den im Moment günstiger als sonst? Zugreifen. 2 Liter sind 4 Flaschen. So klein ist es. Gucke mal. Da. Guck mal, das ist nicht viel. Wollte jetzt am Montag eine Kanister. Hört sich immer groß an. Nein. Oh, der ist groß und der ist leer. Der hat aber auch lange jetzt gehalten. Das ist der 5-Liter-Kanister, ist auch im Angebot. Da siehst du mal den Unterschied. Kleiner Bruder. Und viel wichtiger ist, bitte nimm 4,90 Euro in die Hand und kauf dir bitte auch einen Auslaufhahn für ein sauberes Abfüllen vom Kanister in die Flasche. Es lohnt sich. Und nicht nehme ich einen für alle Kanister. Mach's nicht. Dann stehst du da unten, muss ich es abschrauben, sauber machen. Wir wollen es ja so einfach wie möglich haben. Es gibt das Ganze im Moment aber, im Moment immer, im Standardsortiment als Küchenset intensiv. Oder gab auch mal Grillset, dann ist ein bisschen was anderes dabei. Aber hier ist das, was du wirklich brauchst, für den Backofen zu reinigen, für Töpfe, wie die liebe Steffi, oder aber auch für den Grill. Intensivreiniger, die Schaumpumpe, das Grau-Do-Pad und die Edelstahlspirale. Das darf in beschichtete Oberflächen, das nicht, logischerweise. Und eine Klickbox. Und in einer Klickbox ist es richtig. Ist sogar noch ein Beileger dabei. Bist du
Safe. Hast du noch Fragen hierzu, dann darfst du sie mir jetzt gerne in den Chat schreiben oder wir gehen auf die andere Kamera oder natürlich auch in die Kommentare. Die lese ich auch und beantworte sie auch. In der Regel binnen 48 Stunden. Es sei denn, wir sind wie am letztes Wochenende feiern. 4 Stunden am Stück getanzt. Das war geil. Hast du noch was? Nein. Wo guckst du denn hin? Auf den Bildschirm. Ja, aber der Chat? Gibt es noch Rückmeldungen? Nein. Keine Beispiele noch? Also Beispiele sind Backofen, Grill, Grill, ja. Backofen, 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 Grabstein. Das war Gabi. Da waren wir ja letztes Jahr. Boah, war das heiß, Gabi. Habe ich ja jetzt auch wieder gemacht. Grabstein reinigen ist super. Ist ja auch viel Grünspann drauf. Und jedes Mal juckt es mich in den Fingern, weil da ist so eine Bank, aber die gehört ja der Stadt. Ne? Aber die würde ich sehr gerne mal sauber machen. Aber mache ich nicht. Was? Der Pascal hätte gern die Macarena. Nicht. Ach so. Das war... Lustig war einfach einer aus dem Publikum, der gesagt hat, da ist sie wieder und heute Abend geht's weiter. Der war aus unserem Verein. Wir waren mit 50 Leuten im Verein in diesem Park, in diesem... Wer war denn schon mal in Kalka? Kalka Wunderland. Kernwasserwunderland. Kernwasserwunderland. Ballermann verarme. Weil es ist da... Der Park bist du in 3 Stunden durch, oder? Und unten war auch. Also es war nicht viel los, aber wir... Wir waren da. Genug vom Wochenende. Meine Stimme ist ja auch langsam wieder da. Die habe ich übrigens auch da gelassen. Und wenn du mir Liebe schenken möchtest, Pascal, und alle anderen auch, dann drück doch einfach auf diesen Button mit diesem Daumen hoch da. Lass ein Like da und abonnier natürlich meinen Kanal. Empfehl mich weiter. So funktioniert mein Geschäft. Man kann auch ein Herzchen im Chat da. Kann man auch machen, ja. Kann man auch. Wer macht denn mal High Five? Gibt auch einen, der mal sagt, schick mir ein High Five. Nee, ein Herzchen finde ich einfach. Ein gelbes Herzchen, weil Gimaco ist ja gelb. Nee, die gibt es nicht. Nee, gibt es nicht? Es gibt nur Emojis, gelbes Herzchen, nur Hunde. Ja, dann halt ein Herzchen und ein Emoji. Dann denke ich mir meinen Teil. Freue ich mich, sehe ich ja auch gleich im Nachgang noch. Denn, bitte? Oberseite Küchenschränke ist noch. Ja, da gibt es auch ein tolles Video. Dirk hatte viel Spaß, weil ich da so mit meinem Allerwertesten Richtung Fensterscheibe stand, um zu zeigen, wie man da oben putzen kann. Das ist, ich sehe es ja von, ist nicht viel Platz da oben. War ich übrigens seitdem erst einmal wieder. Könnte ich wieder. Könnte man noch mal ein Video drüber machen. Könnte man wieder ein Video drüber machen, wie über den Intensivreiniger. Und ich war felsenfest davon überzeugt, das Video gibt es noch nicht. Haben sich aber über 2000 Leute angeguckt, scheint also interessant zu sein. Und mit euch jetzt machen wir die nächsten 2000 voll. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Bitte, bitte wieder, außer Pascal, der ist dann im Kino. Aber alle anderen sind wir auf jeden Fall wieder da. Gabi, Ursula, Jutta, alle, die da sind. Wir haben es vergessen. Ich habe ganz viele vergessen. Ich habe heute mein Handy aus. Letztes Mal hat der mich erinnert, dass ich zu lange auf YouTube bin. Um mir meine eigene Sendung anzugucken. Und... Ich werde die Woche auf jeden Fall was zum Thema Polsterreinigung bringen, denn auch da gibt es aktuell ein schönes, kleines, kompaktes Set im Angebot, was im Moment auch schon sehr gut bei euch ankommt. Aber ich zeige es euch nochmal, es lohnt sich auch bei uns die Couch sauber zu machen. Also folgt mir gerne auf Instagram oder natürlich auch über meinen WhatsApp-Status. Schick mir fleißig Fotos für die nächste Putzshow von deinen Erfolgserlebnissen. Schöne Vorher-Nachher-Foto. Ich freue mich drüber und dann natürlich erst recht, wenn du nächste Woche Donnerstag wieder einschaltest um 21 Uhr zu unserer Putzshow. Wir haben mal gesagt, du blendest es nochmal ein. Zu unserer Putzshow. Vielen lieben Dank, Dirk. Und ich sag dir, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Putzen. Bleib gesund. Deine Katrin. Tschüss.